Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Kita Talks. Mein Name ist Anja Kanzler. Ich bin Weiterbildnerin, Coach und Supervisorin für Fachkräfte aus Krippe, Kita und Kindertagespflege. Ja, das heutige Thema lautet Vielfalt als Stärke. Diskriminierungsbewusstsein beginnt im Team und ich freue mich, von ganzem Herzen als Gästin Aida Kifuru begrüßen zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Aida. Und ich freue mich total, dass du heute hier in meinem Format als meine Gesprächspartnerin da bist. Und vielleicht stellst du dich tatsächlich selbst ein bisschen vor, wer du bist, was du machst. Und dann gucken wir, wie wir so nach und nach in unser Thema rutschen. Ja, ich freue mich auch ganz arg, Anja. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Und genau, ich bin die Aida Kiflum. Ich komme aus Stuttgart. Geboren bin ich in Eritrea und bin mit 8 nach Deutschland gekommen und lebe seitdem hier. Habe die Ausbildung zur Erzieherin gemacht anfangs und habe dann Kindheitspädagogik rangehängt und bin derzeit gerade Leitung in der ökumenischen Kita Killesberg seit 6 Jahren jetzt. War schon in unterschiedlichen Funktionen, also im Gruppendienst, in der Verwaltung, dann auch in der Springerrolle, also Feuerwehrfraurolle. Und bin jetzt seit so 5 Jahren auch im Bereich der Referenten tätig, gebe zu unterschiedlichen Themen Fortbildungen, bin Multiplikatorin für VBOE, also vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung, dann herausforderndes Verhalten im Kindergarten, Kindertageseinrichtungen. Und Multiplikatoren für Lerngeschichten und bin so unterwegs, wenn ich nicht Leitung bin, also ich bin 100% Leitung, aber genau, dann nehme ich nur ein paar Tage frei, um Kitas zu begleiten, Teams zu begleiten, Fortbildungen und mir da auch Inspirationen, Impulse und immer wieder im Austausch zu bleiben und auch den Themen nachzugehen. Genau. Und heute habe ich auch nochmal die Möglichkeit, so ein kurzes Escape von meiner Kita-Leitungsfunktion, bin jetzt hier bei dir und da freue ich mich sehr. Vielen Dank. Ja, wunderbar. Und ich denke, trotzdem kommen wir immer mal wieder auf die Rolle als Kita-Leitung zurück. Ja. Ja, das Thema, sag ich mal, ist ja so übertitelt mit Vielfalt als Stärke. Und in unserem Vorgespräch kam ja gerade heraus, dass du also Leitungskraft eines Teams von 38 Personen bist. Und und es klang nach gelebter Vielfalt, die Ja. bei dir im Haus stattfindet. Genau. Mein Team ist ja aus 38 Leuten. Wir haben von pädagogischen Fachkräften bis zu Auszubildenden, bis zu PraktikantInnen, natürlich auch unser Wohlfühlpersonal, sage ich immer, die Hauswirtschaftlerinnen und unseren Koch. Und alle sind Teil vom Team. Und wir alle sorgen dafür, wie Familien ankommen, wie Familien wahrgenommen werden, wie Familien sich wohlfühlen. Und es beginnt, das habe ich ganz schnell festgestellt, es beginnt mit dem Team. Also, wenn sich das Team wohlfühlt, angenommen fühlt und wertgeschätzt fühlt, dann begegnen sie auch Familien oder Menschen, die in unsere Kita kommen, genauso. Und das war so mein erster Punkt, wo ich gesagt habe, mir ist es ganz arg wichtig, dass sich diese Personen, also es variiert natürlich von Jahr zu Jahr immer, aber es war immer über 35, aber dass diese 35 Personen mit ihren Stärken, mit ihren Individuen, mit ihren Persönlichkeiten, mit ihren Kompetenzen, mit ihren Schwächen, mit ihren Herausforderungen einen Platz haben bei uns in der Kita. Und anfangs war es ein Prozess, ja, weil wir brauchen trotzdem noch in der Kita Strukturen und Fundament, eine pädagogische Haltung. Aber ich glaube, wir haben einen guten Weg für uns gefunden, dass wir einen guten Raum für Kinder und Familien schaffen, einen guten Raum für uns als pädagogische Fachkräfte und dennoch uns an Themen ranwagen, die wir manchmal nicht so gerne gerade haben möchten. Ja, genau. Warum ist jetzt Diskriminierungsbewusstsein schon auch in der Kita wichtig? Hat ein bisschen auch mit was mit meiner Geschichte zu tun. Also ich bin ein Kind mit Fluchterfahrung,
Wir sind damals nach Deutschland gekommen. Ich kam in die Inklusionsklasse. Das war so mein erstes Bild. Ich kam in die Inklusionsklasse mit, glaube ich, 25 Kindern. Keiner konnte Deutsch, keiner konnte meine Sprache und nur die Lehrerin Frotte konnte Deutsch. Und ich habe gedacht, was mache ich eigentlich hier? Ja, also, was ist das? Und es hat mich so immer wieder begleitet. Also, ich habe immer irgendwie das Gefühl gehabt, ich muss mich anpassen. Ja, also, es war in der Schule so, ja, leider, lass es doch mal lieber. Mach lieber einen Hauptschulabschluss. Ja, also, und immer so praktisch Grenzen aufgewiesen zu bekommen. Und ich habe gesagt, das kann es ja aber nicht sein. Also, ich habe ja auch Kompetenz, ich habe ja Stärken. Also, nur weil meine Eltern sich entschieden haben, irgendwie das Land zu verlassen, hört ja dann nicht mein Leben auf. Und ich habe schon immer Kinder begleitet, also in unterschiedlichen Funktionen als Jugendliche in Freizeiten und habe da schon ja die Liebe einfach mit den Kindern zu arbeiten schon immer gehabt. Und als ich dann die Ausbildung zur Erzieherin angefangen habe, habe ich gemerkt, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass Kinder, die anders wahrgenommen werden, in Schubladen eingesteckt werden. Also zu sagen, ah, das schaffst du noch nicht, ah, das kannst du noch nicht, ah, du musst Deutsch lernen, ah, du bist ja erst gerade in Deutschland. Und ich habe das gemerkt, dass solche Sätze immer wieder gefallen sind und habe gedacht, nee, das kann nicht sein. Und so hat das Thema angefangen. Also so hat das Thema in mir Wurzeln geschlagen und mittlerweile, glaube ich, den ganzen Wald in mir ausgelöst. Und in meinem Team ist es so, ich arbeite in der in Killesberg oben. Also wir haben ein Einzugsgebiet, wo jetzt von außen jemand sagen würde, es ist ziemlich homogen, ja. Aber wir haben Vielfalt. Und ich habe mir das Ziel praktisch gemacht, zu sagen, ich möchte den Kindern, die in unserer Kita sind, die Vielfalt der Welt zeigen. Ja? Also was ist unsere Welt? Aus was besteht unsere Welt? Welche Menschen, welche Vielfalt bringen wir auch mit? Und es war ein Prozess, der am Anfang sehr anstrengend war, ja, weil natürlich die Kita gab es vor mir. Die Kita hatte auch schon Strukturen, ja. Und ich kam dann so wie ein Wirbelwind und habe gesagt, Moment mal, das können wir nicht mehr machen. Und da bedeutet es erst, also was ist Diskriminierung? Also welche Vorurteile haben wir? Also welche, und da hat es ganz viel Biografiearbeit, Selbstreflexion gebraucht. Es hat auch Zeit gebraucht, es zu erkennen. Also diese Einseitigkeit, die entstanden ist aus irgendwelchen Gründen oder aber auch die Selektionsprozesse. Es fängt ja schon damit an, dass, ich glaube, das ist, kennt jeder, alle Kinder müssen um 9 da sein. Und wenn Kinder nicht um 9 da sind, dann stehen die Familien vor der Türe. Mein Ja. Lieblingsthema. Ja. Und Vielfalt beginnt ja eigentlich schon da, weil wir haben unterschiedliche Familienkulturen, ja. Und wir wissen nicht, was morgens für eine Action war oder was morgens auch für Werte den Familien wichtig sind, Normen. Also es muss ja nicht immer Stress sein. Wir gehen immer vom Stress aus. Aber vielleicht haben Familien die einzige Möglichkeit am Tag morgens nochmal zum Frühstücken und sagen, ja, ich komme erst ein bisschen später. Und das waren so Themen, wo wir gesagt haben, warum ist es uns wichtig, dass alle Kinder um 9 Uhr kommen? Ja, Ist es auch möglich? das ist auch so eine blöde preußische Grundeigenschaft. Also das ist, ich habe mal einen sehr, sehr schön, also eine nette Anekdote bei uns aus der Zeitung, auch von, also da wurde jemand interviewt, der geflüchtet war und der gefragt wurde, wie er sich denn jetzt hier in Gütersloh eingelebt hätte und so. Und dann, der wirkte ganz glücklich. Und sagte, ja, nur die deutsche Sprache wäre manchmal doch sehr lustig, weil das Wort Pünktlichkeit, das hätte ja irgendwie sprachlich so was ganz Niedliches mit Pünkt und Lich, ne? Also es macht es ja so klein. Und gleichzeitig würde da so was total Strenges und Hartes hinterstehen.
Und Ja. das trage ich seitdem so in meinem Herzen, immer wenn es um dieses, die müssen pünktlich bis 9 da sein, dann muss ich immer an diesen jungen Mann denken und denke, er hat so recht. Ja, und es hilft uns dann doch auch zu verstehen, zu sagen, also welche Werte stecken wir auch hinter diesem Wort? Und das sind dann so Themen oder auch, wir haben überlegt, ist es wichtig, dass alle zur gleichen Zeit dasselbe machen? Das waren so die ersten Themen, an die wir uns herangewagt haben, jetzt glaube ich schon vor 6 Jahren. Und jetzt vor 4 Jahren haben wir zum Beispiel auch unsere Bilderbücher angeschaut und haben gesagt, sind eigentlich unsere Bilderbücher Themen, die uns beschäftigen? Ja. Conny hat, glaube ich, ihre Daseinsberechtigung. Ja. Ich glaube, es gibt Conny nicht in der Kita. Ja. Und Conny ist so ein Exemplar, was ich immer gern verwende. Ich sage immer, also die Conny kennen wir nicht. Ja. Und es soll mir eine Fachkraft nennen, die Conny wirklich in wahrem Leben gibt. Und das waren so Themen. Und dann natürlich auch die Haltungen. Also, wie sprechen wir über Kinder? Wie sprechen wir über Familien? Wie sprechen wir über uns? Welche Anforderungen haben wir? Welche Strukturen haben wir? Und Thema Essen ist auch, ich mache gleich das nächste davor auf, also Anforderungen zum Thema Essen. Und da hatte ich zum Beispiel so eine Begegnung, da ging es um eine Weiterbildung. Wir haben eine Szene in der Krippe angeschaut mit dem Kartoffelbrei. Und es waren so, zwei Kinder saßen am Tisch, Krippenkinder. Und es war so ein, praktisch so ein, ich würde sagen, so ein alter Krippenstuhl, wo Kinder praktisch drin sitzen und nicht mehr rauskommen. Die finde ich ganz schlimm, weil ich Gruselig. denke, ja, weil ich denke, die sind da gefangen. Und dann war eine Fachkraft, die saß auf so einem also Stuhl, der gerollt ist. Und sie ist immer von einem Tisch zum anderen Tisch gerollt. Ja, und es ging darum, in dieser Weiterbildung zu schauen, was macht dieses Bild mit uns? Und ich dachte, es geht ums Essen und bestimmt, man muss mit Messer und Gabel essen. Finde ich ja immer interessant. Ich komme aus Eritrea, da isst man viele Gerichte mit der Hand. Und habe ich gedacht, bestimmt geht es darum. Aber was mich so bewegt hat oder auch ja, unruhig gemacht hat, war, dass diese Fachkraft nie aufgestanden ist. Die ist immer von diesem Stuhl von einem zum anderen gerollt, ja. Und dann habe ich natürlich meine Kollegin angeschaut, hat sie gesagt, sie könnte doch mal auch aufstehen, ja. Und dann war die Szene zu Ende und wir haben über diese Fachkraft geredet, die gerollt ist, um sich halt einfach auch schonend und schnell zu bewegen. Und dann sagte eine Fachkraft, nee, das hat sie gar nicht gestört. Dann habe ich überlegt, habe ich gedacht, was hat sie denn jetzt gestört? Und sie sagt, also sie kommt aus einer Zeit, da spielt man mit dem Essen nicht. Und die Kinder, die Krippenkinder, haben den Kartoffelbrei genommen und haben ihn in die Hand genommen, haben den Kartoffelbrei gefühlt, haben den geschmeckt. Und dann haben die zwei, die nebeneinander saßen, haben dann auch so den Kartoffelbrei sich in die Hand gegeben, ja, und haben geschaut, was passiert, wenn wir so unsere Hände zusammenquetschen, ja. Also ich dachte, das wäre eine Lernerfahrung, aber das hat mich jetzt nicht tangiert. Und das ist, glaube ich, im Team. Also wir schauen auf eine bestimmte Szene und wir bringen unsere eigene Biografie mit, unsere eigenen Geschichten, unsere eigene Auseinandersetzung. Wir müssen es schaffen, gemeinsam zu dem Punkt zu kommen, wo wir den Kindern wohlwollend begegnen, damit sie ihre Interessen, Bedürfnisse nachgehen können und Familien. Und Genau, ich glaube, das also ist die Kunst. ja, Ja. genau. Zu verstehen, dass wir alle unsere eigenen kulturellen Brillen aufhaben, durch die wir automatisch schauen in dem Moment, wo wir etwas betrachten. Und ich glaube, das ist tatsächlich so, wenn es darum geht, kultursensibel auf Situationen zu schauen, erstmal ganz wichtig, diese Grundannahme auch zu verstehen. Dass wir ganz zwangsläufig durch diese kulturelle Brille schauen. Ja. Und zwar jeder und jede von uns. Genau. Na? Und es braucht ein Gegenüber natürlich, der sagt, hey, Moment mal, du schaust da durch diese Brille jetzt. Wir müssen mal eine andere aufsetzen. Ja, oder ich helfe dir, auf diese Situation nochmal eine andere Perspektive zu bekommen. Und deswegen bin ich so dankbar, dass mein Team aus 38
unterschiedlichen Persönlichkeiten ist, mit Kompetenzen und Erfahrungen, die sie mitbringen. Weil das Lernen hört nicht auf und es ist eine Bewegung, ja. Es ist eine Bewegung, die wir mit den Familien, mit den Kindern gehen, mit den Fragen, die entstehen. Aber es bedeutet, wir müssen uns von starren Strukturen, es war schon immer so, müssen wir uns trennen. Ja. 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 Und da wird das ja schon deutlich. Du spannst da jetzt gerade so wunderbar diesen Bogen schon rüber. Ja, und es beginnt tatsächlich bei jedem Einzelnen und jeder Einzelnen im Team. Und wo siehst du jetzt auch da so deine Rolle als Leitung? Meine Rolle als Leitung ist es, zu Beginn eine Vision zu haben. Und ich hatte so eine ganz klare Vision. Ich wollte einen Raum, eine Kita, wo jeder so sein darf, wie er ist. Ganz Natürlich kleine immer Vision, im. ganz klein. Man darf groß träumen. Nein, aber ja, aber es war tatsächlich, es war eine große Vision. Also klar kann man die im kleinen unterteilen, aber mir war es wichtig, dass wirklich dass Familien gehen und sagen, Mensch, es ist so schade, dass die Kita-Zeit vorbei ist. Oder dass Kinder sagen, es ist so blöd, dass die Kita heute zu ist. Ja? Oder die Abholzeit ist und die Kinder sagen, ich möchte doch nicht gehen, es ist so schön hier. Ja? Und wie wir diese Bilder sehen, es macht was mit uns. Wir haben das Gefühl, die Kinder und die Familien, oder auch wenn Eltern oder Familien ihre Kinder abholen, dass sie sagen, dass sie plötzlich, so eine Szene letzte Woche, ich kam rein in eine Gruppe mit meiner Vorgesetzten, also wir sind durch die Einrichtung gelaufen mit meiner Fachberatung und wir laufen in diese Gruppe rein und da sitzen vier Erwachsene mit Kindern auf dem Boden. Dann guckt mich meine Vorgesetzte an, sagt sie, haben wir neue pädagogische Fachkräfte? Dann sage ich, nee, nee. Das sind die Eltern, die wollten wohl noch nicht gehen, ja? Also wirklich so eine, ja, eine, ich glaube, Willkommenskultur ist auch so ein großes Wort, aber wirklich, Ja, genau. ja. Und es ist leider ja auch ein bisschen verbraucht worden und hat auch so einen leider einen leichten Beigeschmack bekommen, finde ich. Ja, Und ja. trotzdem, glaube ich, trifft es das sehr gut. Also so dieses Genau. sich willkommen zu fühlen. Ja. Und nicht nur zu fühlen, sondern wirklich auch zu wissen, ich bin willkommen. Und es beginnt damit, dass jeder angekommen ist. Und wir haben ganz viele Elemente in der Kita tatsächlich anschauen müssen. Also wir haben von den Strukturen, von den Methoden, die wir verwenden, wo wir sagen, es war ja schon immer so, es hat ja schon immer so geklappt, ob das immer so klappt. Also zum Beispiel, was jetzt, glaube ich, auch nach Corona, also nach der Pandemiezeit für uns nochmal auch eine Veränderung war, war zu sagen, müssen eigentlich Eingewöhnungen immer in dem Raum stattfinden, wo die Kinder sind? Also sind Waschräume auch Räume? Sind Flurenräume? Sind Büro, also auch mein Büro als Kita-Leitung ein Raum, wo Kinder ankommen dürfen? Ja? Und das sind so Gedankensprozesse, die gehen wir. Und dann gibt es im Team ganz klar Diskussionen, die sagen, nee, das geht nicht. Und es sind Es ist auch wichtig. Es ist wichtig, dass wir darüber diskutieren. Und es ist wichtig auch zu sagen, ich sage immer, jeder darf seine Meinung sagen. Natürlich immer wertschätzend. Und es darf keiner diskriminiert, ausgegrenzt oder sich beleidigt fühlen. Also auch da auf unsere Worte zu achten, aber trotzdem mein Bedürfnis. Und dann schauen wir wirklich, welches Bedürfnis steckt dahinter. Und meistens ist es so, ich brauche Sicherheit, ich brauche Struktur. Ich brauche was zum Halten. Ja. Etwas, Wenn was mir ich, vertraut ist, ne? Also ich genau, denke, dass, ja, genau, das ist mir tatsächlich irgendwann mal auch aufgefallen. Gerade in Veränderungsprozessen kommen ja manchmal immer so wiederkehrende Themen hoch, wo man manchmal denkt, ey, da haben wir doch schon längst drüber gesprochen. Warum ploppen die denn jetzt wieder auf? Warum kriegen die denn jetzt auf einmal wieder Gewicht? Und ich habe mal so dahinter geschaut, es ist egal, ob es darum geht, Regeln zu besprechen, ob es darum geht, den Abstellraum aufzuräumen oder ob es darum geht, die Klopapierrolle wurde wieder nicht ausgetauscht. Es geht immer um Sicherheit, um Ja. Orientierung, um Ordnung.
Und das ist Genau. natürlich, ist ja auch nachvollziehbar. In dem Moment, wo etwas im Umbruch ist, komme ich ja so ein bisschen ins Schwanken mit meinen ganzen Vorstellungen. Und ich brauche erstmal wieder so einen gewissen Anker, so einen gewissen Andockpunkt. Und da ist es ganz wichtig, gerade ja, die vermeintlichen Widerstände auch ernst zu nehmen und nicht dagegen zu arbeiten, sondern damit zu arbeiten. Genau. Und auch Kinder brauchen Strukturen. Aber die Frage ist ja, welche Strukturen brauchen wir beide und welche Strukturen sind meine Strukturen? Und welche Strukturen sind auch nicht förderlich? Ja, also welche Strukturen halte ich fest und bin aber immer wieder am Ermahnen und Zurechtweisen und Kinder in eine bestimmte Situation, Position wirklich auch zu zwingen? Ja. Morgenkreis. Ich fange jetzt nicht damit an, aber es ist Es ein ist einfach mal nur so ein Stichwort. Ich fange nicht damit an. Weihkampfsystem. Ja. Klar, ja. Aber ja, ich sage immer, wenn ich zu meinem Team, würde ich euch sagen, wir müssten zur selben Zeit alle das Gleiche machen. Ich würde sagen, das würde nicht gehen. Und eine Erkenntnis, glaube ich, die wir alle gemeinsam hatten, ist, wir hatten als Team-Event, haben wir einen Taco-Abend gemacht. Also wir haben Tacos gemeinsam. Und bei 38 Leuten hat jeder seine Bedürfnisse und Wünsche. Und dann hieß es, ich mag nicht, wenn Zwiebeln mit Fleisch zusammenkommen. Ich mag nicht Tomaten auf meine Tacos. Ich bin Vegetarier. Ich bin eher glutenfrei. Ich ernähre mich so. Und dann habe ich gesagt, ja, habe ich gesagt, und jetzt habe ich die Aufgabe, natürlich die Zutaten zu kaufen, damit alle. Und dann sagen die, ja. Und dann habe ich gesagt, und genau. Das müssen wir auch den Kindern ermöglichen. Ja, also im Alltag. Weil der Taco-Abend war dann wirklich ein sehr schöner Abend. Wir haben uns ausgetauscht und es war wirklich ein schöner Abend. Und das ist es, wenn wir uns mal auf die Kinder einlassen. Nicht mal, sondern wenn wir uns auf die Kinder einlassen. Wenn wir mit ihnen auf diese Reise gehen und sagen, wir schauen, was passiert. Also wir haben Elemente, die uns halt geben, die auch Kinder brauchen. Aber was ist, wenn ich morgens komme und schon um 9 Uhr rausgehen in den Garten mit meinen Kumpels oder mit meinen Freundinnen oder gemeinsam alle, ja, weil wir noch dringend an dieser Burg bauen müssen, die wir gestern gemacht haben. Dann ist es doch schön, wenn ich rausgehen kann. Ja. Und das sind so, ja, oder was ist, wenn, wir haben mal das Experiment gemacht, muss man immer einen Tag Nachtisch nach der Hauptspeise essen? Wir können doch auch mal den Nachtisch davor essen. Die Kinder waren sich einig, das macht man nicht. Ja, das sagt man nicht. Dann haben wir gesagt, ja, wer hat denn das gesagt? Dann haben die gesagt, ja, unsere Eltern, das war schon immer so. Und mal auszuprobieren, also wirklich auszuprobieren. Und das sind so Vielfaltsthemen, die uns alle bewegen. Und dann gibt es aber Themen zum Thema Rassismus und Diskriminierung, die betreffen natürlich bestimmte Personengruppen. Und da war es mir wichtig, zum Beispiel, muss immer jemand präsent sein, damit dieses Thema besprochen werden kann? Oder müssen wir uns schon mit diesen Themen vorher beschäftigen? Bei mir ist es ganz klar, als schwarze Leitung kommt man nicht drum herum, das Thema Rassismus und Diskriminierung zu besprechen, weil es auch mich persönlich tangiert. Aber natürlich macht es was, wenn Kinder unsere Einrichtung besuchen, Familien unsere Einrichtung besuchen, die BIPOC sind, also die People of Color sind, schwarze Personen, sind schwarze Familien, die suchen Zugehörigkeit, die suchen das Ankommen auch, ja, die suchen Identitätsmerkmale und ja, und das nimmt man dann erst wahr natürlich, wenn es diese Begegnungen gibt, ja, und diese Begegnungen müssen natürlich so geschaffen werden, dass es erst nicht ein Thema ist, wenn Familien uns besuchen. Ja. Ja. Die Genau, also Erfahrung und Rassismus ja, und Diskriminierung ich sind auch. finde, wenn man ja wirklich auch mal wirklich Augen und Ohren aufsperrt, dann ist das ja Teil unserer Gesellschaft. Und selbst wenn ich es vielleicht jetzt mal marginal nicht in der Kita präsent habe, heißt es aber ja nicht, dass es nicht in der Gesellschaft präsent ist. Und deswegen finde ich das auch ganz wichtig, dass das immer wieder thematisiert wird und nicht nach dem Motto, es betrifft uns ja nicht. Also es betrifft uns immer.
Also, und ich glaube, das ist so manchmal auch diese ja privilegierte Haltung, sage ich jetzt mal. Dieses, ich meine, ich gehöre de facto auch zu der privilegierten Seite, aber wenn ich davor die Augen zumache und sage, nee, betrifft mich ja nicht, also muss ich mich nicht drum kümmern, finde ich, gebe ich auch einen ganz großen Teil meiner Verantwortung ab, die ich für ein gesellschaftliches Miteinander einfach auch trage. Also, und deswegen finde ich auch, dass ich da tatsächlich gerade Kita in keinster Weise ausnehmen darf. Ja, weil Kita ist in die Gesellschaft eingebunden. Also sie sind in einem Sozialraum, wo Vielfalt drin ist. Und ich finde das, also ich glaube auch mit mir macht es einfach was, weil ich nochmal meine eigenen Erfahrungen mitbringe und meine eigenen Auseinandersetzungen. Aber ich erlebe das immer noch leider zu oft, dass Kitas sagen, naja, es ist ja nicht notwendig. Also es fängt, finde ich, mit den Hautfarbenstiften an. Das ist so mein Thema, weil ich als Kind immer Baumbraun verwenden musste, ja. Und es war immer ganz klar, wenn die nach der Hautfarbe gefragt wurde, kam dieses Peachige, ja. Und ich bin einfach so stolz, wenn ich in meine Kita reinlaufe und letztes Mal hatten wir jemanden von außen, der uns unterstützt hat, und dann sagt sie am Tisch, kann ich die Hautfarbe haben? Und sagt das Kind, welche meinst du denn? Ja, Und schön. dann guckt sie so irritiert, dann sagt sie, wie? Dann sagt sie, weil wir haben nicht alle dieselbe Hautfarbe. Zum Beispiel, wenn die Eider zu uns runterkommt, dann müssen wir genau schauen, welche Farbe sie braucht. Und die Vertretungskraft ist dann hochgekommen und hat mir diese Geschichte erzählt. Und ich erzähle sie dann immer und dann sagen Kitas in Fortbildungen, okay, dann holen wir sie auch. Ja? Oder auch Bilderbücher. Also, wo unterschiedliche Familien dargestellt werden. Die müssen nicht erst da sein, ja, Nein. bevor die Themen kommen, sondern eigentlich muss viel vorher damit gearbeitet Ja, werden. das ist also so etwas von, das gehört dazu entstehen kann. Und das ist eben nicht dieses Außergewöhnliche an dem Punkt, dieses Anderssein, was du ja vorhin auch schon mal angesprochen hast, so betont. Also das, denke ich, ist ja jetzt gerade eben auch immer wieder, dass es gibt ja auch, sag ich mal, Bilderbücher mit der absolut hehrsten Absicht und gleichzeitig gibt es eine Überbetonung des Andersseins da drin, weil Ja, halt genau, einfach ja. auch da diese Diversität nicht abgebildet ist, Ja, die ja. unsere Gesellschaft ausmacht. Also ich komme immer wieder darauf zurück, also wenn ich durch die Straße gehe und die Augen aufmache, dann ist Vielfalt Teil unserer Gesellschaft, egal wie sie sich letztendlich darstellt. Ja, und wie sie sich darstellt, und es wird natürlich immer eine Herausforderung, wenn plötzlich das Thema auftaucht. In einer Kita zum Beispiel, da war das Thema, wir gehen immer zu einem bestimmten Ausflugsort. Also die Schulkinder gehen immer zu einem, die Kinder, die in die Schule kommen, gehen immer zu einem bestimmten Ort zum Ausflug. Und dann war dieses Jahr aber ein Kind mit Rollstuhl da. Ja. Und dann sagt die Fachkraft ganz intuitiv, ja, das Kind kann nicht mitkommen, weil wir da mit dem Rollstuhl nicht hinkommen. Ja. Und ich habe dann gesagt, warum? Sagt sie, ja, das wäre zu anstrengend. Habe ich gesagt, gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass die Mutter kommt? Ja, aber dann braucht man für den Weg zu lang. Und dann habe ich gedacht, dann wäre eigentlich die Frage, auch die Kinder hier aktiv mit einzubeziehen, zu sagen, jemand aus unserer Gruppe kann nicht mit. Ja, wie geht es uns damit? Ja, also das ist ungerecht, das ist nicht fair. Es ist nicht fair, dass unsere Gesellschaft Ausflugsziele da hat, wo Menschen nicht hinkommen können, ja. Und wie können wir aber schaffen, dass wir trotzdem gemeinsam irgendwo hingehen? Und Kinder sind total kreativ. Kinder Das ist können toll, ja. ja gegen Ungerechtigkeit, aber wir müssen selber erstmal die Ungerechtigkeit erkennen. Und das hat auch mit mir nochmal als Person, ich war in der Schule, wir hatten damals noch als Familie mit Fluchterfahrung hatten wir eine Duldung, ja, und die ganze Klasse hat eine Abschlussfahrt gemacht. Und ich konnte nicht mit,
Ja. Und ich war Ja. dann eine Woche in der Schule. Ja. Und alle haben natürlich Bilder mitgebracht. Und ich war plötzlich kein Teil der Gruppe. Und ich wollte so gerne ein Teil der Gruppe sein. Und ich habe diese Geschichte dann in der Fortbildung auch erzählt und habe gesagt, das macht mit mir als Erwachsene immer noch was. Ich meine, das ist jetzt schon länger her, ja. Und dieser Moment Ja. kann so entscheidend sein für die Kinder. Und dann heißt es ja immer, ja, aber es war ja nicht meine Absicht, das Kind zu verletzen. Und dann gibt es ja diesen Satz, Ja, darum ja. geht es ja nicht. Also, Ne. und trotzdem verletzt es das Kind. Also, ich finde das, danke, dass du das hier so teilst, dass du auch sagst, das hat was mit mir gemacht und das hat Ja. eine Nachwirkung bis heute. Und das denke ich. Ist genau dieser Punkt. Also nicht so zu schauen, naja, gut, wir haben uns das jetzt so ausgedacht, dass wir dahin wollen. Und dann ist da halt eine Person, die kann halt nicht mit, ja, Pech gehabt. Ne? Also das ist ja so ein bisschen die verkürzte Variante dazu. Anstatt zu überlegen, wie du gerade sagst, beziehen wir die Kinder mit ein? Denken wir einfach auch mal um die Ecke. Gibt es tatsächlich Möglichkeiten, dass es, wenn es dieser Ausflugsort sein soll, wie kann es trotzdem möglich sein? Und wenn es dieser Ausflugsort nicht sein kann, warum kann es dann nicht auch ein anderer sein, den ich mit den Kindern gemeinsam entscheide? Weil ich bin auch der festen Überzeugung, dass Kinder, wenn wir das mit ihnen thematisieren, eine sehr klare Wahrnehmung für Ungerechtigkeiten haben und auch tatsächlich kein wirkliches Interesse daran haben, Ungerechtigkeit weiterzuleben. Wenn sie es aber immer weiter vorgelebt bekommen, dann wird sich das auch immer weiter verinnerlichen. Und dann haben wir genau das, wo wir heute immer noch stehen. Ja, dann kommen diese Mechanismen, dann kommen diese Gedanken und dann passiert Ausgrenzung weiterhin. Also das ist. Ich glaube, das ist so wichtig, genau an diesen Momenten auch da den Kreis zu durchbrechen und zu sagen, okay, und wir denken jetzt einfach mal in eine andere Richtung. Aktiv zu werden, ja, und also auch hier nochmal als Fachkraft zu sagen, es zählt nicht meine Absicht, sondern die Wirkung. Also wie wirkt es auf die Familie, wie wirkt es auf das Kind? Wenn es diskriminierend ist, ausgrenzend, exkludierend ist, dann ist es nicht okay. Ja. Und aus diesen starren Strukturen wirklich nochmal aufzuweichen und zu sagen, wer ist eigentlich ein Teil unserer Gruppe? Und wen schließen wir aus durch Einseitigkeit, durch Strukturen, durch die Mechanismen? Und es ist auch eine Träger, also eine Trägerverantwortung, eine Leitungsverantwortung und eine Teamverantwortung. Also es sind unterschiedliche Ebenen, die auch die Vision tragen müssen. Und der Träger muss die richtigen Materialien, die bestimmten Fortbildungen, wo Teams sich auseinandersetzen können, zur Verfügung stehen, also praktisch stellen. Ich finde, es braucht Leitungspositionen, die divers besetzt werden. Ja, es braucht Leitungsfunktionen, die divers, Teams, die divers zusammengestellt werden, weil jeder wirklich seine Erfahrung mitbringt und wir gemeinsam auf eine Situation aus unterschiedlichen Perspektiven und miteinander, voneinander lernen können, um Situationen wirklich gut gestalten zu können. Und auch zu schauen, warum ist diese Einseitigkeit da? Also warum habe ich, also haben alle Familien in meinem Sozialraum Zugang zu meiner Kita? Ja? Wir haben Aufnahmekriterien, Aufnahmeprozedere, die, ja, die weit herausfordernd sind, die Familien praktisch. Ja, die selbst Familien, die hier aufgewachsen sind, die auch das System kennen, vor Herausforderungen stellen. Ja. Also haben alle Familien Zugang zu mir? Können alle Familien auch mein Angebot wahrnehmen? Und kann ich auch Familien so unterstützen, wie sie es brauchen, mit den Rahmenbedingungen, die mir zur Verfügung stehen? Und da ist es so, ich muss, nicht jede Familie braucht dasselbe Paket. Also
Ich lerne die Familie kennen, ich lerne die Geschichte kennen und schaue, was brauchen wir gemeinsam? Ja, und dieses Paket auch manchmal zwischendurch während der Eingewöhnung wieder auszupacken, mental und wieder einzupacken und mit den die Familien bringen was mit, die Kinder bringen was mit, ich bringe was mit und so eine tolle Kita-Zeit. Und bei uns sind die Kinder wirklich 5 Jahre da. Und in diesen 5 Jahren, 6 Jahren, und wenn die Familie natürlich mehrere Kinder haben, sind wir natürlich, wir haben jetzt eine Familie, die ist 12 Jahre in der Kita, 10 Jahre in der Kita. Wie gehen sie raus und sagen, es war die schönste Zeit oder es ist die Zeit, die mich so geprägt hat und auch gebrochen hat? Als ich Person in meiner Identität, sondern ich habe ganz schnell gemerkt, ich muss in eine Schublade passen. Ich muss funktionieren. Ich muss mich diesem System anpassen. Da gibt es jemanden, die Leitung, die Kita, die die Macht hat über mich als Familie. Ja. Und das ist ein Kampf. Es ist auch schon mal der Satz im Team gefallen oder wo sie gesagt haben, ja, da dürfen wir überhaupt noch sagen, was wir denken. Ja, oder darf man das überhaupt noch sagen? Oder also auch diese Sprachlosigkeit, die dann kommt mit den Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Und ich sage, naja, wenn es jemanden verletzt, wenn es jemanden beleidigt, wenn es jemand in seiner Würde kränkt, dann dürfen wir das nicht. Dann müssen wir für unsere Sprachlosigkeit ein Wort finden, ein neues Wort finden. Und ja, mir ist dennoch wichtig, dass wir im Gespräch bleiben. Es gibt auch Momente, wo ich bin noch mal in der Mitarbeitervertretung auch aktiv und da gibt es manchmal verhärtete Fronten. Da sagen die, ja, ich möchte jetzt nicht mehr darüber reden. Also da ist auch meine Position, immer wieder das Gespräch zu suchen und zu sagen, warum bewegt dich das so? Warum fällt dir das so schwer, ja, über dieses Thema zu sprechen? Also Biografiearbeit ist da, denke ich, auch sehr entscheidend. Auf jeden Fall. Also ich glaube, ja gut, das ist ja sowieso mein Steckenpferd und das war tatsächlich was ich während meiner Coaching-Ausbildung irgendwann so als Aha-Erlebnis hatte, zu sagen, solange ich meine Biografie nicht verstehe, werde ich viele Dinge nicht zusammenführen können. Und dann kann ich noch so viel Wissen haben. Es ist mir nicht möglich, das umzusetzen, weil ich die Verbindung, die Verknüpfung nicht hergestellt bekomme. Und seitdem, das wissen die Teilnehmenden meiner Seminare sehr gut. Also es ist eigentlich jedes Seminar irgendwo auch ein Biografie-Seminar, egal zu welchem Thema. Wir kommen da nie ganz drum herum. Also, weil es ja so viele ja, Zusammenhänge, du hast das vorhin mit dem Essen auch gebracht, ne? So mit welcher kulturellen Brille gucke ich drauf und ich habe ja diesen einen Ansatz auch immer mal wieder die sogenannte Kulturbiografie anzuschauen, also auch die nochmal als Element anzuschauen, neben den vielen anderen ja, Aspekten von Biografie, die uns geprägt haben im Laufe des Lebens. Also da gibt es ja auch immer wieder so verschiedene Einflugschneisen, sage ich mal, von denen man immer mal wieder so im Blickwinkel auch gucken kann und damit das Bild auch für sich nochmal vervollständigen kann. Und genau. Und zusammenstecken kann auch nicht. Und das ist es wirklich. Also Biografien verbergen auch unheimliche Ressourcen. Also für mich als Leitung sind diese Herausforderungen auch wichtig, auch als Referentin und Fortbildnerin, wenn ich in Teams bin, wo ich merke, oder habe ich jetzt was gesagt, das kränkt die. Sie da auch wieder abzuholen und zu schauen, dass wir an einem Prozess wieder arbeiten können. Und das macht was mit mir. Das macht auch was mit mir, indem ich sage, ich finde, das sagst du immer so schön in deinem Buch. Statt Fehler suchen, Schätze finden. Ist der Rahmen zu klein? Also, dann müssen wir den erweitern. Dann müssen wir den erweitern. Und das gilt, glaube ich, in allen Lebenssituationen so. Wenn wir mit Familien, mit Kindern arbeiten und wir merken, da kommt es zu Irritationen, da kommt es zu Herausforderungen. Dann müssen wir den erweitern. Kommt es im Team dazu? Muss ich als Leitung schauen, boah,
Wir hatten es vorher von den Teamsitzungen, ja. Alle zur selben Zeit das Gleiche. Ich muss da ein bisschen variieren und sagen, den Rahmen flexibler gestalten. Und das Gleiche erwarte ich natürlich auch von meinem Träger, dass er sagt, Mensch, wir haben da eine Leitung, die will was starten und da schauen wir, welche Möglichkeiten wir. Und diesen Rahmen wirklich immer wieder individuell zu gestalten. Und dass der nicht ein Rahmen ist, der für immer bleibt. Ich glaube, das ist, ja. Genau, und das ist das. Da habe ich so ein schönes Bild aus einer Fortbildung von einer Teilnehmenden, die sagte, ich arbeite ja bei dem Thema, wenn Kinder aus dem Rahmen fallen, halt auch mit dem Bild des Rahmens und sagt, wann fallen denn Kinder überhaupt für euch aus dem Rahmen? Und sie sagte dann irgendwann, ich habe jetzt gerade so das Bild von so einem Rahmen, der wie so gummimäßig auch sich mal ausdehnen kann und wieder auch ein bisschen enger werden kann, je nachdem. Also der einfach in der Lage ist, die Form zu verändern. Und ich denke, das ist ja das, was du gerade eben auch so ansprichst, zu sagen, nee, also auch wenn wir ihn jetzt erweitern, heißt das ja auch nicht, dass das dann statisch so bleibt, sondern möglicherweise kann er auch für einen Moment mal wieder etwas enger werden, weil mein Gegenüber vielleicht auch gerade noch mal einen anderen Rahmen braucht, um sich zu orientieren, um sich zurechtzufinden. Und manchmal sind das dann ja diese etwas klareren Vorgaben, die weiterhelfen. Und ein andermal brauche ich einfach die Freiheit, mich darin bewegen zu können und nicht ständig irgendwo anzustoßen, um mich entfalten zu können. Ja. Also. Also da mache ich jetzt Erwerbung einfach, die war nicht erwünscht, aber ich mache es. Also wirklich als Team sich das Buch nochmal ranzuholen und zu schauen, wo suchen wir da einen Fehler und wo sind eigentlich Schätze verborgen. Ich finde, das ist ein Buch, das lässt sich im Team gut durcharbeiten, Punkte rausnehmen und auch da sind Fragen drin, die wirklich auch nochmal zum Nachdenken anregen. Und das war schon immer so, wirklich nochmal zu hinterfragen und zu sagen, warum stecke ich eigentlich so viel Energie für etwas, was ich aufweichen kann, um auch mir die pädagogische Arbeit zu erleichtern. Weil wir brauchen die Energie, wir brauchen die Kraft, wir brauchen das Durchhaltevermögen in dieser herausfordernden Situation. Und das bedeutet, wenn es bedeutet, dass ich einfach es anders gestalten muss, also den Bedürfnissen der Kinder entsprechend, dann wäre es doch gut, wenn ich es mache. Also, falls es jemand noch nicht gelesen hat, definitiv zu empfehlen. Hast mich Okay, und jetzt jetzt nicht ist gut, gefragt, aber ich mache. jetzt mache ich hier einen Cut. Ja, und Danke natürlich dir dafür. ja, und die Reflexionsfragen von Sandra Richter. Also, die neuen Genau. Reflexionskarten, die sind, finde ich, auch nochmal gut mit den Fragen wie, ja, was ist Wirkung, ja, oder was ist auch ein Team, ja, Genau, sich also einfach wirklich die finde ich fragen. auch ganz großartig, weil die machen ja tatsächlich auch noch mal so richtig das Feld auf, sich noch mal mit Diskriminierungsbewusstsein wirklich auseinanderzusetzen, sich auch bewusst zu machen, was da alles drunter fällt. Also, und letztendlich, das sagt Sandra ja auch immer so schön, wenn wir genau hinschauen. Ich habe eben gesagt, ich komme aus einer privilegierten Richtung, aber letztendlich kennen wir alle auch eine Form von Diskriminierung, weil wir waren irgendwann mal Kinder und sind abgewertet worden, dafür, dass wir ki zu klein sind, etwas zu verstehen oder etwas zu können. Und das ist etwas, das hat, glaube ich, ausnahmslos jeder Mensch mit in seiner Biografie, weil es auch das immer noch zu unserem Zusammenleben mit Erwachsenen gehört, als Kinder für etwas ja, abqualifiziert zu werden, was angeblich alles noch nicht geht und nicht möglich ist. Und ich denke, ja, das und auch da genau hinzuschauen, wo fängt es eigentlich an? Und was hat es dann tatsächlich mit mir zu tun? Du hast eben so gesagt, es gibt auch immer wieder Themen, wo ich vielleicht dann auch mal sage, nee, das wird mir jetzt zu viel, da möchte ich jetzt nicht mehr drüber reden.
und trotzdem zu sagen, ja, warum möchtest du denn nicht mehr drüber reden? Also was ist das, wo geht gerade bei dir mehr oder weniger der Vorhang runter, dass du das Gefühl hast, das sind ja Abwehrmechanismen, das sind ja Schutzmechanismen, die in dem Moment stattfinden. Und wir wissen alle, dass das mit schmerzhaften Anteilen zu tun hat in dem Moment. Und trotzdem, und da bin ich mittlerweile auch sehr deutlich, als Fachkraft habe ich da keine Wahl, ich muss da hinschauen. Weil wir die Aufgabe haben, wirklich, wir sind Anwälte für die Kinder. Wir schauen wirklich, wie es den Kindern und den Familien bei uns in der Genau. Einrichtung geht. Und da ist, sage ich auch, es ist nicht ein Hobby, was ich mache. Ja, es ist nicht meine private, eine private Veranstaltung wie Kita, sondern es ist ein Beruf, eine Profession, die ich ausübe. Und die, ja, das Wohl des Kindes, immer das Kind im Fokus zu haben, die Familien im Fokus zu haben. Und das heißt nicht, dass ich mich zurückstellen muss. Es kann, also es funktioniert. Also bei uns in der Kita würde ich sagen, es funktioniert, ja, dass alle ankommen dürfen und da sein dürfen. Und braucht die Arbeit. Es braucht immer wieder sich hinzusetzen und zu sagen, an was packen wir es jetzt? Und es ist auch okay, wenn jemand länger braucht. Das habe ich, glaube ich, auch gemerkt. Bei 38 Kollegen ist es okay, wenn jemand noch nicht mitkommen kann. Ja, dann gehen wir schon mal vor. Aber wir schauen, dass du mitkommen noch kannst und wir dich nicht Richtig. abhängen. Genau. Ja. Also wir, also dieses, und ich denke, da können wir es jetzt noch mal rund machen an der Stelle. Und ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Aufgabe von dir als Leitung, da auch drauf zu achten. Okay, ich muss jetzt in dem Prozess auch ein Stück weitergehen, um auch weiterzukommen. Und trotzdem behalte ich die Personen im Blick, wo ich jetzt gerade merke, die haben ihre guten Gründe, warum sie gerade nicht mitgehen können. Und trotzdem ist mir wichtig zu signalisieren, ich sehe dich. Ja, und immer wirklich auch mit dem Wohl des Kindes im Blick und Kinderschutz. Also es gibt natürlich Verhaltensweisen, die können nicht akzeptiert werden. Da kann ich auch nicht warten, bis die pädagogische Fachkraft mitkommt. Die, Nein, das wird das ist unterbunden. absolutes No-Go. Genau, ja. Aber es gibt Themen, ja, da kann man den pädagogischen Fachkräften Zeit lassen und wirklich sie im Blick zu haben. Ja, und dran arbeiten, der Prozess. Genau. Ja. Was würdest du jetzt gerne noch abschließend den ja, ZuschauerInnen und ZuhörerInnen mit auf den Weg geben? Ich glaube, die Frage, die ich mir als Leitung oder als Team immer stellen würde, ist erstmal für mich als pädagogische Fachkraft, als Leitung, bin ich angekommen? Kann ich so sein, wie ich bin? Mit meinen Merkmalen, mit meinen Fähigkeiten und Kompetenzen? Dann als Team können wir das, als Familien. Und wo ist wirklich unsere Vielfalt sichtbar? Also wo weiß ich, hier sind die Familien, hier sind die Fachkräfte und hier ist die Leitung. Also wirklich nochmal die Ressourcen, die Potenziale, die Einseitigkeiten, die Diskriminierungen wahrzunehmen und aktiv zu werden. Es braucht Fachkräfte, es braucht Leitungen, die aktiv gegen Diskriminierung und Einseitigkeit sich einsetzen. Und denn so funktioniert nur Inklusion oder Diversity, ja. Das ist so meine Herzensangelegenheit. Das wünsche ich mir so sehr. Ja. Aida, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses wundervolle Gespräch. Und ich hoffe, dass ganz, ganz viele sich das anhören und anschauen werden und hoffentlich ganz, ganz viel so für ihr weiteres Sein und Wirken mitnehmen können. Ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank dir, dass du da sein durfte. Dankeschön.